Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge als Beipi heute. Der Beipi wurde sich auch sehr, sehr oft von euch gewünscht. Vielen, vielen lieben Dank. Und wir sind ein ganz kleines Baby, was gerade geschlüpft ist. Diesmal mit Familie und Eltern. Gott, es ist sehr ungewohnt, gerade so klein zu sein. Ich habe immer noch gar keinen Namen. Ich habe mir noch keinen überlegt. Irgendwie sehen wir gerade aus wie ein kleiner Maulwurf. Ich glaube, wir heißen Mauli. Mauli der Beipi. Und wir haben Geschwister. Guck mal, das ist hier unser Bruder. Unser Bruder ist da. Wir haben aber eine große Familie. Also wir scheinen nicht nur Eltern zu haben. Wir haben auch noch Onkel, Tante, große Brüder. Das ist gar nicht schlecht. Ich schnurre mal nach Essen. Wie süß er piept. Wir machen zusammen. Richtig nervige Kinder. Mehr füttern. Oh, das ist ein Raptor oder so. Habt ihr es gesehen? Oh, oh. Unsere Eltern passen gut auf. Aber es ist echt gefährlich. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber hier ist noch ein Raptor. Oh Gott, wir sind umgeben von Leichen. Ob das so ein toller Ort ist, um groß zu werden? Ich weiß ja nicht. Oh mein Gott. Wir werden auf jeden Fall angegriffen. Es ist super gefährlich hier. Wo sind unsere Eltern hin? Unser Geschwisterchen wird auch gefüttert. Ich will gerne mal zum Wasser gehen. Ich glaube, das hier ist unser großer Bruder. Aber wir gehen mal zu den anderen da hinten. Direkt vor uns ist was Böses. Kommt gerade irgendwas Großes. Oh mein Gott, ein Krokodil. Versteckt mich unter dem. Was passiert denn hier gerade?
Gott. Ich fühle mich hier irgendwie nicht so sicher. Das Nest wurde auch zerstört, oder? Aber wieso? Oh, das Krokodil greift an. Hier sind ja zwei Dinos. Oh nein, werden gerade unsere Eltern gerippt. Da wäre ein Problem. Ich glaube, irgendeiner wurde gerade getötet. Ein Kompi, oder? Aber wir müssen hier weg, oder? Bittest du mich nochmal? Kikwa ist auf jeden Fall unser Papa oder unsere Mama. Ich bin mir nicht ganz sicher. Meint ihr, wir kommen auch auf den Stein drauf? Wahrscheinlich nicht, ne? Da liegt irgendwie alles. Da liegt auch einfach ein Fisch. Was ist das denn jetzt da oben? Ist das ein Kanu? Was Großes ist da. Versteck mich einfach hier in dem toten Fisch. Bin jetzt zum Glück klein genug. Ich bin bald wieder hungrig. Oh mein Gott. Ich habe, glaube ich, ein Problem. Wir müssen hier weg. Zwei Ceratus einfach. Was ist das hier für eine Nacht? Hier ist einfach alles. Oh Gott, ich bin so hungrig. Oh nein, ich verliere schon Leben. Was mache ich denn jetzt? Will uns halt nicht verraten gerade. Oh Gott. Die sind halt gerade richtig am Fressen. Oh oh. Ziehen weiter.
Okay, wir wurden gefüttert. Tut mir echt leid, dass ich jetzt hier so auffällig bin. Ich glaube, ich bin das einzige von den Babys, was überlebt hat, oder? Kann das sein? Sorry, Kids. Raus. Ich glaube, ich bin jetzt so groß, dass ich selber essen kann. Wir sind übrigens knallig rot. Ich konnte mir die Farbe halt nicht aussuchen, weil ich als Ei geschlüpft bin. Da bin ich ja mal gespannt, wenn wir groß sind, wie wir dann aussehen. Meine Familie kommt zurück. Oh, die haben einen Fisch gefangen. Wo ist denn Raptor? Okay, kurzen Prozess. Ich esse mal meinen Fisch. Too big to swallow. Okay, geht noch nicht. Ich würde mich anfreunden. Oh, das ist noch ein größerer Raptor. Okay, er greift. Oh, er hat den Happer gekillt. Okay, ich glaube, die zeigen mir, wo ich hin kann. Das ist ja super gefährlich hier. Hier sind ja überall Viecher. Das gibt's ja gar nicht. Oh Gott. Okay, ich glaube, wir können trinken. Oh, das ist noch ein Mate. Wir sind doch gar nicht so wenige. Da gibt es ja doch noch mehr. Thank you. Wir haben auf jeden Fall was gefangen. Ich glaube, das ist ein kleiner Frosch oder so, oder? Nee, ein Minifisch. Ja, immerhin. Unser erster Fang. Ist auch schon mal ganz gut. Aber ich glaube, da vorne kommen Crocs. Wir gehen, glaube ich, weiter. Ich esse auch mal hier die Pflanzen. Es gibt bestimmt auch was für die Diät. Wir sind wieder voll. Die Diäten sehen auch gut aus. Ist nur das S, was fehlt. Das wäre Radish Flower oder Frosch. Okay, ich weiß nicht, was Radish. Radieschen wahrscheinlich, ne? Radieschen oder Frosch. Das dürfte er jetzt.
genau, die Radieschen sind es. Sehr schön. Dann haben wir eigentlich alle Diäten wieder aufgefüllt. Der Ort scheint ganz gut zu sein. Hier gibt's alles. Die Sonne geht auf und wir werden mit schrecklichem Gebrüll geweckt. Hier sind so viele Fressfeinde. Ich glaube, das Terrain hier ist so gut geeignet für uns, weil es sehr schwer begehbar ist. Und da wir so klein sind und nicht so leicht Fallschaden und sowas bekommen, ist es, glaube ich, klug hier zu sein. Weil die ganzen größeren Dinos haben es halt hier richtig schwierig. Das hier ist übrigens unsere Farbe. Guck mal, unser Mate sieht auch ähnlich aus. Da kommt ein Croc. Jetzt ist abgetaucht. Das ist immer gefährlich. Aber wir müssen bald halt auch trinken. Wie kann das eigentlich Fische fangen, wenn es vorne einen Fisch im Mund hat? Was ist da denn los eigentlich? Diese Watschelgeräusche sind so super. Oh, ich bin 100% ausgewachsen. Dann kann ich jetzt ja auch mit fighten. Ziel erreicht. Los geht's. Das ist ein Wirrwarr mit so kleinen Viechern im hohen Gras. Aber wir haben gewonnen. Ich glaube, ich würde das jetzt nochmal ausprobieren mit dem an Boden schwimmen. Also ich kann halt am Boden schwimmen und mich mit der rechten Maustaste da festkrallen und dann kann ich schnuppern. Ich kann dabei auch laufen.
Dabei kann ich halt diese Luftblasen da finden. Mit denen kann ich halt irgendwas machen. Aber keine Ahnung, was genau oder wie ich damit interagiere. Ah, die sind am Grund. Jetzt kann ich graben. Interessant. Ah, und da ist jetzt eine Krabbe rausgekommen. Da ist er. Jetzt habe ich eine Krabbe gefangen. Oh, da war was. Raptor oder so. Oh, ich glaube, wir wandern mal ein bisschen. Das gefällt mir. Ich habe leider meine Diäten noch nicht ganz perfekt hinbekommen. Ich glaube nämlich, wenn man erwachsen ist, ist es am besten, zweimal das gleiche und ein verschiedenes zu haben. So habe ich das zumindest aus den Kommentaren verstanden. Aber wir wandern jetzt endlich mal. Ich muss das mit dem Schwimmen noch mal ein bisschen üben. Ich glaube, die anderen machen das besser als ich. Oh, mein Game ist gecrashed. Oh nein. Das ist nicht gut. Oh nein, jetzt komme ich nicht mehr auf den Server. Und ich war halt wirklich an einem miesen Spot. Ich hoffe, ich habe überlebt. Das war echt das mieseste Ende für eine Folge, das ich je hatte. Bin halt wirklich gestorben. Ah, das ist ja ein richtig belastendes Ende. Aber gehört halt auch dazu, ne? Das Game kann mal crashen. Und das war halt wirklich an einer sehr blöden Stelle. Es war mir schon irgendwie klar, dass ich da sterbe. Komm, ich konnte halt auch nicht direkt wieder connecten, weil es voll war und... Ah, Mist. Ja, kann man nichts machen. Es war trotzdem sehr, sehr spaßig und interessant, mal als Baby zu schlüpfen und aufzuwachsen. Ich habe zwar jetzt nicht so viel erlebt. Das erste Mal, wo wir unser trautes Heim verlassen wollten, so richtig, ist halt das Game gecrashed. Aber... Oh, was? Grow Time? Warte mal, wenn wir das jetzt hinbekommen. Wir spawnen Center. Grows are done. Happy hunting. Oh, ja, wir wurden wirklich gegrowt. Ja, dann können wir nochmal weiterspielen, würde ich sagen. Das ändert einiges. Ich wollte eigentlich gerade schon aufhören. Ich höre da was. Meine Familie. Oh.
glaube, mich sieht man nicht, oder? Ich bin gut getarnt. Ist einfach direkt neben uns. Meint ihr, man kann hier runterspringen im Zweifel? Er sucht. Oha. Die Falle hat funktioniert, Leute. Und ich fall auch. Okay, ich versuch zu springen. Nee, doch nicht. Guck mal, ob der gestorben ist. Er muss aber eigentlich gestorben sein. Den haben wir gekillt. Ich schwimme jetzt mal hier an Land. Ist mir ein bisschen zu langweilig da hinten. Wir chillen da halt wieder nur die ganze Nacht. Ich möchte neue Freunde kennenlernen. Ich glaube, die Stegos verteidigen uns hier. Hi. Ich habe eine neue Familie. Die ist viel stärker als die alte. So schnell geht das. Du haust schön ab. Aua! Oha, der hat gerade das kleine Croc da rausgeholt. Komm, wir machen jetzt einen Stunt. Ich glaube, ich habe Schaden bekommen. Oh, ich habe Bein gebrochen. Ups.
Meine neue Familie ist viel cooler. Oh, er hat mich erwischt. Jawohl. Kämpf jetzt mit. Oh Gott, oh Gott. Jetzt sind wir mittendrin statt nur dabei. Wo wollen die denn überhaupt hin? Die Raptoren umzingeln uns halt die ganze Zeit. Oh Gott. Wo sind wir hier, ey? Der Todesdschungel. So Leute, jetzt soll es das aber mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Das würde mich super unterstützen. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.